Es war einmal in einer alten Stadt eine Generation alte Menschenfamilie. Jedenfalls war das seit Jahrhunderten so. Doch dies war nicht das einzige Kinderwunder, welches in dieser Nacht das Licht der Welt erblickte. Doch obwohl sie so viel verband, waren ihre Leben komplette Gegensätze. Während das eine Mädchen ihr Leben in vollen Zügen ausleben konnte, musste das andere ihre Identität strikt geheim halten. Hätte sie das in dieser Kleinstadt nicht getan, würde sie dasselbe Schicksal ertragen müssen wie die anderen Wesen ihrer Art. Denn genau dieses Schicksal musste Marceline am eigenen Leib erfahren. Die Tage vergingen immer langsamer und das noch so junge Geistermädchen verlor ihr Gefühl für die vergehende Zeit komplett. Jeder Tag gestaltete sich wie der andere. Sie wachte auf, wurde wie eine Trophäe präsentiert und bekam später am Abend eine Mahlzeit. Auch nach zahlreichen kläglichen Versuchen, eine Konversation aufzubauen, stieß Mabel dennoch lediglich auf taube Ohren. Mabels Schuldgefühle drohten sie zu erdrücken. Der einzige ihr plausible Ausweg aus dieser zwicklichen Lage bestand darin, sich Hilfe bei einer alten Freundin zu suchen. Amelia konnte nicht glauben, wie dumm ihre Freundin doch sein konnte. Ihre Hilfe blieb dennoch nicht aus, wie es bei guten Freunden eben war. Ihr Vorschlag bestand darin, dass Mabel endlich auf ihr Bauchgefühl hören sollte. Sie sollte etwas an dieser miserablen Situation ändern. Mabel tat das, was sie schon seit Wochen machen wollte. Sie öffnete den Käfig, doch leider kamen sie nicht ungesehen davon. Sie rannten um ihr Leben die Wendeltreppe hoch, bis sie oben nur noch das Fenster von ihrer Freiheit trennte. In diesem sahen sie ihren einzigen Ausweg aus dieser menschlichen Hölle. Und Mabel erkannte, dass es ihr mit einem fremden Mädchen um einiges besser geht als mit einer Familie, die keine Toleranz in sich trug.